Pizza, Pasta, Sonne, Sand und süßer Gesang. Italien eben. Bella Italia. Ein Touristenmagnet und ein Land, in dem politische Korruption und Mafiageschäfte blühen. Ein Land, das seine Staatsanwälte oft verzweifeln lässt. Mit unserem Rechtssystem können wir die Mafia nicht besiegen. Wir können Fälle lösen und das Schlimmste verhindern. Bei uns wird viel geredet und selten gehandelt. So haben wir keine Chance, die Mafia zu besiegen. So nicht. Das war 2003. Knapp 20 Jahre später hat im kalabrischen Ort Lamezia Terme der sogenannte Maxi-Prozess begonnen. In einer gut 3000 Quadratmeter großen Gerichtshalle. Chefankläger, der heutige Generalstaatsanwalt Nicola Gratteri. 350 Personen hat er vor Gericht geladen. Annähernd 14.000 Seiten umfasst die Anklageschrift. Behandelt werden mehr als 400 Straftaten. Dieses Mal stehen nicht nur Mafiosi und ihre Bosse im Rampenlicht. Diesmal müssen sich auch hohe Politiker verantworten. So der ehemalige Senator Giancarlo Pittelli. Beschuldigt, als Vermittler zwischen der Mafia und der früheren Regierungspartei Forza Italia tätig gewesen zu sein. Bene. Da non so quanti anni. Mit dem Boot, damals sein Senatskollege Marcello Dell'Utri, eine rechte Hand von Silvio Berlusconi. Ein Politiker, der wegen seiner Mafia-Kontakte zu 7 Jahren Gefängnis verurteilt worden war. Dell'Utri, ich weiß davon, weil Dell'Utri, die erste Person, die er zur Bildung der Forza Italia kontaktiert hat, war Piromalli aus Gioia Tauro. Ich weiß aber nicht, ob wir vernünftig miteinander reden können. Und denk dran, dass in Kalabrien zwei Mafiosi uneingeschränkte Macht haben. Einer stammt aus Vibo Valencia, der andere aus Gioia Tauro. Dieser heißt Giuseppe Piromalli, jener Luigi Mancuso. Mancuso ist jünger, vielleicht auch mächtiger. Ich verteidige sie seit 1981. Zwei Ex-Senatoren, zwei Top-Mafiosi und die Berlusconi-Partei, die Italien jahrelang regierte. Wir sind liberal, demokratisch, zuverlässig und wir sind Christen. Vielen gilt der Parteichrist als Protagonist eines Netzwerks zwischen Politikern und Mafiosi. Dem Zugriff der Justiz konnte sich der viermalige Ministerpräsident immer wieder entziehen und Gegner einschüchtern. Das sind Leute, die nichts verzeihen und nichts vergessen. Das ist die Ebene, in der Mafiosi selbst hohe Ämter ausüben, um dann zum Beispiel besser Geld waschen und ruhiger Geschäfte machen zu können. Und um Teile der Politik weiter zu korrumpieren. Da ist das Risiko für Fahnder ungemein hoch. Diese Personen können nicht nur unsere Karrieren zerstören, sie bedrohen auch unser Leben. Di carriera, ma anche dal punto di vista fisico, dal punto di vista dell'incolumità. Unsere Reise nach Kalabrien beginnt in Deutschland. Genauer gesagt, in Bayern und Baden-Württemberg. In zwei Bundesländern, die der kalabrischen Mafia, der 'Ndrangheta, als operative Stützpunkte dienen. Und das seit mehr als 4 Jahrzehnten. Vor der Jahrhundertwende galt die Mafia noch als etwas südländisch-exotisches. Obwohl ihre Killer damals schon in Deutschland aktiv waren. So Giorgio Basile, ein Kalabrese, der in Kempten wohnte. 30 Morde gestand er. 1998 wurde er verhaftet und später ein wichtiger Kronzeuge der Justiz. Man konnte gut frei arbeiten, denn die ganzen Restaurants waren nicht kontrolliert. Wir waren selten kontrolliert. Wenn nicht irgendwas aus Italien kam und die Deutschen aufgewacht hätte, sonst waren wir frei. Man konnte sich frei bewegen. Man konnte machen, was man wollte. Seit den 1980er Jahren ist das Netzwerk der Mafien in Süddeutschland eng geknüpft. In der Gastronomie machten sich die Mafiosi besonders breit. Über ihre Gesamtzahl wird bis heute spekuliert.
Mitglieder der 'Ndrangheta in Deutschland, das ist das letztlich schwer zu schätzen. Das hängt immer so ein bisschen davon ab, von welchen Zahlen sie ausgehen. Es gibt Schätzungen aus Italien, die wir kennen. Der Herr Gratteri redet so von etwa 3.000 Mitgliedern. Das halten wir für zu hoch gegriffen. Wir würden eher in die Richtung 1.000 Mitglieder gehen. Mit dem sogenannten Wirtschaftswunder kamen italienische Wanderarbeiter nach Deutschland und Mafiosi, die sich in der Gastronomie breitmachten. Sie selbst betrieben Nobelrestaurants, knüpften dort Kontakte. In Stuttgart bis ins Ministerium. 1993 war der spätere Ministerpräsident Günther Oettinger noch Vorsitzender der CDU-Fraktion im Landtag, hofiert vom kalabrischen Gastronomen Mario Lavorato. Und der Fraktionschef mit seinen Kollegen hockt oft bei uns im Lokal. Ist das so eine Art Freundschaft geworden? Ja, mehr wie Freundschaft. Ich kenne den Oettinger schon seit 16 Jahren. 2 Jahre fanden die Fraktionsfeste beim Italiener statt, einem Spendablen. Der Mario ist einer meiner besten Freunde. Wir müssen Kosten sparen. Er arbeitet völlig kostenfrei. Meint, der Service war gratis. Erst 1994 wurden die Restaurantbesuche eingestellt, obwohl gegen Mario Lavorato schon seit 1990 ermittelt wurde. Und es sollten noch gut 30 Jahre vergehen, bis er in Italien inhaftiert wurde. Das wichtigste Ziel der Mafia im Ausland waren immer ihre Landsleute, die italienischen Immigranten, vor allem die in Deutschland. Und sehr viele arbeiteten erfolgreich in der Gastronomie und im Weingeschäft. Ich kann sagen, dass Mario Lavorato dabei eine wichtige Rolle spielte. Er wurde zu einer hohen Haftstrafe verurteilt. Pena detentiva importante. Dieser Ermittlungserfolg war nur durch die gute Zusammenarbeit mit den Deutschen möglich, insbesondere mit dem Bundeskriminalamt. Günther Oettinger scheinen seine Stuttgarter Jahre als Fraktionschef und Ministerpräsident geprägt zu haben. Im Staatsministerium der Villa Reitzenstein hängt seit 2016 ein Gemälde von ihm als Landesvater, das völlig aus dem Rahmen fällt. Auf die Frage eines Journalisten nach dem Grund reagierte er prompt. Das hatte ich so bisher noch nicht erlebt. Ich schreibe ihm eine Mail und nicht mal eine Stunde später ruft er mich aus einer Sitzung an, die er gerade verlassen hat. Er hat mir erklärt, dass das Porträt eine Idee der Künstlerin gewesen sei. Das soll die Gefährlichkeit der Politik symbolisieren. Geschaffen wurde es von einer hessischen Künstlerin und Professorin. Die Arbeit mit Oettinger war für sie eine Art politischer Urerfahrung. Man muss eins schon sagen, Herr Oettinger ist kein langweiliger Typ. Insofern ein langweiliges Porträt wäre nicht passend gewesen. Gleichzeitig war das Medienecho ungeheuerlich. Also die Online-Version, die hieß Der Mann mit dem Schuss. Ich war sehr erstaunt, weil seine direkte Reaktion unglaublich positiv war. Er hatte sich einen wunderbaren Spruch zurechtgelegt, so irgendwie: Ja, ich bin angreifbar gewesen, aber es ist noch mal gut gegangen. Oettinger hat in seiner Karriere einige Skandale überstanden. Die Affäre um Lavorato, den sogenannten Mafia-Statthalter von Stuttgart, verfolgt den Ex-Ministerpräsidenten und EU-Kommissar bis heute. Lavoratos Verhaftung und seine endgültige Verurteilung 2021 erfolgten aufgrund einer Großrazzia. Ermittlungen, die Teil des aktuellen Maxi-Prozesses sind. Dritter Hotspot in der alten Bundesrepublik, Nordrhein-Westfalen. Das Blutbad von Duisburg im Sommer 2000 machte öffentlich, was deutsche Behörden jahrelang versäumt hatten. Duisburg war für das BKA sicherlich seinerzeit ein einschneidendes Ereignis. Ja, und hat sicherlich auch noch mal plastisch die Präsenz der 'Ndrangheta in Deutschland zutage gebracht. 6 Italiener wurden auf offener Straße quasi hingerichtet. Höhepunkt einer Fehde zwischen 2 kalabrischen Mafia-Familien, ausgetragen mitten in Deutschland. Für Deutschland tatsächlich kommen wir zum Ergebnis, dass eine systematische Infiltration von der legalen Wirtschaft, insbesondere wenn Sie jetzt mal in den Bereich Mittelstand denken, Industrie oder Banken, dass sie das nicht beobachten können. Was man tatsächlich sieht und was man auch weiß, ist, dass italienische Gastronomiebetriebe eine wichtige Rolle spielen. Dennoch, das wirtschaftliche Dunkelfeld der kalabrischen Mafia ist groß. Verschwiegenheit ist den Blutsverwandten heilig. Aussteiger gelten als lebende Leichen. Luigi Bonaventura zählt zu ihnen. Der Kronzeuge war einst ein 'Ndrangheta-Boss. La Germania è piena
Deutschland ist voller Stützpunkte der Ndrangheta. Ich hatte selbst meine Leute dort. Einer meiner Statthalter wurde sogar in Deutschland geboren. Anflug auf Lamezia Terme. Groß war die Skepsis, dass in der Heimat der so mächtigen Ndrangheta ein Maxi-Prozess überhaupt stattfinden könne. Das spornte die Staatsanwälte bei ihren Ermittlungen an. Das Vertrauen der Kalabresen in die Justiz wuchs. Man hat mich im Maxi-Prozess als Kronzeuge vernommen. Und ohne die gute Zusammenarbeit zwischen Mafia-Aussteigern und der Justiz wäre es nie zu diesem Prozess gekommen. 4 Jahre dauerten die Vorbereitungen zum Prozess. Carabinieri hatten zusammen mit Finanz- und Zollpolizisten, mit Soldaten, Staatsanwälten und Richtern an einem Strang gezogen. Dutzende Razzien wurden erfolgreich durchgeführt. Das machte den Chefankläger Gratteri zum Buhmann. Interessierte Kreise warfen ihm Eitelkeit und Starallüren vor. Er und sein Team nehmen das gelassen. Zu wichtig ist ihnen ihr Anliegen, die Mafia-Netzwerke zu zerschlagen, die allgegenwärtige Korruption einzudämmen. Die Entscheidung, unsere Behörde und unsere Arbeit ins Rampenlicht zu stellen, hat Staatsanwalt Gratteri ganz bewusst getroffen. Gerade in Kalabrien, mit seiner Tradition der Omerta, also der Mentalität, Probleme totzuschweigen, gerade hier ist es wichtig, die Bedeutung dieser Mafia in Italien, in Europa und der ganzen Welt deutlich zu machen. Zu zeigen, wie mächtig und gefährlich die Ndrangheta ist. Andernfalls würden unsere Erfolge sehr schnell in Vergessenheit geraten, dann wären wir isoliert. Und so ist Nicola Gratteri bei all seinen Ermittlungen und Razzien für Talk- und Pressetermine immer zu haben. Sein persönlicher Kampf gegen die Mafia begann vor 40 Jahren, in einer Zeit, als noch niemand das Wort Ndrangheta öffentlich aussprach. Gleich nach seinem Studium der Rechtswissenschaften ging er zur Justiz, arbeitete als Ermittler an vorderster Front. Seit 1989 steht er unter Polizeischutz. 2003 setzte Gratteri mit der Großrazzia Marina ein erstes Zeichen. In den Morgenstunden des 13. November 2003 riegelten Armee, Polizei, Carabinieri und Spezialkräfte Platì ab. Das kalabrische Bergdorf, das der Barbaro-Clan beherrscht, dessen Mafia-Arme reichen bis nach Australien. Die Einwohner waren verblüfft. Die Beamten wurden fündig. Überall Hohlräume, überall Verstecke. Ein Dorf, durchlöchert wie ein Schweizer Käse. In Platì gibt es eine Mafia, die nicht nur das Gebiet und die Kommune kontrolliert. Die Mafiosi haben darüber hinaus ein Tunnelnetz gebaut, das gesuchten Bossen Verstecke bietet. Bei dieser Aktion haben wir ungefähr 10 flüchtige Häupter aufgespürt. Einige von ihnen wurden 14 Jahre lang gesucht. Das Aufspüren der Bunker und Tunnel, die den Mafiosi ermöglichen, Platì unbemerkt zu verlassen, ist für uns ein Anfang, die Bedeutung der Ndrangheta in Platì zu verdeutlichen. Da müssen wir ansetzen und Untersuchungen in den Gemeinden, bei den öffentlichen Ausschreibungen und den Machtpositionen einer Region machen, um einen Überblick über das ganze Mafianetz zu erhalten. Die Beamten blieben eine Woche in Platì. 131 Personen wurden festgenommen, aber nur 8 verurteilt. 2003 war die Macht der Ndrangheta noch zu groß für einen unabhängigen Prozess. Übrigens habe ich immer gesagt, dass es egal ist, 5.000 mehr oder weniger zu verhaften und zu verurteilen. Das ändert wenig. Was wichtig ist, sind Änderungen des Strafrechts, da Mafiosi immer noch leicht aus der Haft entlassen werden. Selbst für schwere Verbrechen sind die Strafen gering. Und durch Vergleiche und gute Führung können Strafen um 2/3 reduziert werden. Wenn einer also zu 7 oder 8 Jahren verurteilt wird, kann er spätestens nach 5 Jahren mit seiner Entlassung aus dem Gefängnis rechnen. Das ist ein Grundübel unserer Demokratie. Gratteris erste Fahnderjahre fielen in eine Zeit,
als die sizilianische Cosa Nostra enthauptet wurde. Als die kalabrische Mafia begann, das Kokaingeschäft in Europa still und stetig zu monopolisieren. Eine Zeit des rasanten internationalen Aufstiegs der Ndrangheta. Die Ndrangheta ist stärker und arroganter geworden. Stärker, weil sie jetzt reicher ist. Arroganter, weil sie die Maßnahmen des italienischen Staates gelassener betrachten. Dutzende Ermittlungen, Razzien und Gerichtsverfahren begleitete und leitete Nicola Gratteri. Sein Ziel? Die Macht der Mafia in seiner Heimat zu brechen. Sein Ethos? Null Toleranz gegenüber Mafiosi. Unermüdlich pendelte er 2 Jahrzehnte lang zwischen seinen Dienststellen hin und her. Es gibt nur noch ganz wenige Momente, in denen ich allein bin und für mich sein kann. Zum Beispiel dann, wenn ich Auto fahre. Da kann ich mich entspannen, laute Musik hören und mich mit ganz banalen Sachen beschäftigen. Allein die Temperatur im Wagen zu verändern, macht mir dann Freude. Nicola Gratteris Geburts- und Wohnort ist Gerace, ein 2500 Einwohnerort oberhalb des Ionischen Mittelmeers. Seine Eltern lehrten ihn, seine Heimat zu schätzen. Gern tuckert Gratteri deshalb mit seinem Traktor durch Olivenhaine, wenn er mal daheim sein kann. Eine meiner sinnvollsten Aufgaben ist, wenn ich in Schulen über die Mafia sprechen kann. Da wachen die Schüler auf und diskutieren enthusiastisch mit. Dadurch und mit ihnen können wir die Zukunft in Kalabrien verändern. Davon bin ich überzeugt. La situazione non cambierà. Zu tun gibt es genug. Ich sehe keine Partei, die den Willen und die Fähigkeit hat, unser Rechtssystem solide zu verändern. La voglia, la capacità, la volontà di cambiare il sistema giudiziario italiano. 2016 wechselte Nicola Gratteri als Leiter zur Staatsanwaltschaft von Catanzaro. Seine erste Amtshandlung dort: alle verdächtigen Personen in der Behörde erhielten Hausverbot. Die Schlagkraft hat dadurch zugenommen. Dennoch zeigten die Mafia-Clans immer noch offen ihre Macht. 2016 flog ein Helikopter ein Hochzeitspaar ins historische Nicotera, ohne jede Erlaubnis. Der Bräutigam, ein Neffe des örtlichen Mafia-Bosses, erwartet von 600 Gästen. Mit dabei der Bürgermeister und der Polizeichef der Stadt. Wenige Kilometer entfernt, Limbardi, der Heimatort der Mancuso, einer der mächtigsten 'Ndrangheta-Familien. Mit ihrem Boss, der Bosse Luigi Mancuso. Er kontrolliert die Provinz quasi millimetrisch. Wer sich nicht unterordnet, muss mit dem Schlimmsten rechnen. Noch heute. Und so geschehen am 9. April 2018. Dem Tag, als der 44-jährige Matteo Vinci Scarpula weggebombt wurde. Seine Eltern waren vom Mancuso-Clan schon Jahre zuvor terrorisiert worden. Vater Francesco entkam nur knapp einem Attentat. Dann die Explosion. Ein grausames Fanal des Mancuso-Clans. Mein Sohn war völlig verbrannt. Die Haut hing überall herunter. Ich erkannte ihn nicht wieder, einfach unerträglich. Ich hörte das Tuckern eines Traktors, gleich hier oberhalb. Gesteuert wurde er von einem der später Verhafteten. Er hat an dem Tag auf seinem Feld gearbeitet, so als sei nichts vorgefallen. Dabei war die Explosion im ganzen Ort zu hören. Die Vinci Scarpula zählen zum alten Landadel, Eigentümer von fruchtbarem Land, das die Mancusos einfordern, um EU-Subventionen abzukassieren. Ihre Mitbürger, die Zukunft Kalabriens, interessieren Mafiosi nicht.
Unser Land bedeutete für Matteo alles. Er wuchs hier auf und er wollte hier später etwas Nachhaltiges mit und für Touristen aufbauen. Diesmal hatten die Mancuso ihre Rechnung ohne die Fahnder gemacht. Sie ermittelten sofort im Umkreis der Familie des 'Ndrangheta-Oberhaupts Luigi Mancuso. Schon nach 2 Monaten wurden Rosaria Mancuso, ihr Mann, die Tochter, der Schwiegersohn samt seiner Schwester festgenommen, vor Gericht gestellt und verurteilt. Als Nicola Gratteri im Dezember 2019 noch eine internationale Polizeiaktion gegen das Netzwerk der Mancuso erfolgreich durchführte, versammelten sich vor dem Sitz der Carabinieri in Vibo Valentia Dutzende Bürger. Spontan und jubelnd. So etwas hatte es zuvor in Kalabrien noch nicht gegeben. 2 Jahrzehnte mutiger Aufklärung scheinen sich gelohnt zu haben. Und damit auch die Arbeit der Journalisten, die die Ermittlungen gegen den Schmutz der Mafiosi Tag für Tag publik machen. Wenn ihr wollt, wir haben auch Bilder von Luigi Mancuso im Gefängnis. Seid tapfer, studiert und seid gut zueinander. Vor allem aber traut niemanden. Der Chef des Senders La C-News räumte der Staatsanwaltschaft unter Nicola Gratteri eine eigene Rubrik ein. Für ihn eine Ära der Hoffnung. Mit Pietro Comito als leitendem Investigativreporter. La provincia nella quale si sviluppa. Unsere Provinz, in der die Ermittlungen zum Maxi-Prozess stattfanden, verzeichnet mindestens 50 Fälle der Lupara Bianca, also Morde ohne Leichen, Tote ohne Gräber. In Vibo Valentia hatten wir Jahre des Terrors. Gemordet wurde am helllichten Tag, an Stränden, vor den Augen spielender Kinder. Hier hat man mitverfolgen können, wie eine 'Ndrangheta-Familie national und international immer einflussreicher wurde. Nicht nur durch den Drogenhandel, nein, auch durch Geldwäsche im Ausland, durch Verbindungen zur Politik und durch die Fähigkeit, Teile der Justiz zu beeinflussen. Parlo della capacità addirittura di condizionare lo stesso potere giudiziario. Vom Land zwischen den 2 Meeren aus, dem zwischen dem Ionischen und dem Tyrrhenischen, ist die 'Ndrangheta zu einer globalen Mafia-AG gewachsen. Wohl die einzige Verbrecherorganisation, die auf allen 5 Kontinenten mit Stützpunkten vertreten ist. Geschätzter Jahresumsatz 50 bis 70 Milliarden Euro. Dass nun mitten in ihrem heimatlichen Herrschaftsgebiet ein Maxi-Prozess stattfindet, ist für die Bosse ein beunruhigendes Symbol. Eines, das ihrem Gesetz des Gehorsams und Schweigens widerspricht. Nicola Gratteri hat sich den Hintern aufgerissen, um die Staatsanwaltschaft in Catanzaro zu säubern. Niemand von uns kommt mehr rein, keine Vermittler, niemand. Alles ist blockiert. Nicht einmal eine Stecknadel kann das Gebäude unbemerkt verlassen. Die neue Stärke der Staatsanwaltschaft offenbart aber auch ihre Schwäche. In Kalabrien und anderen Regionen Italiens kann sie souverän ermitteln und kooperieren. Mit der Landesgrenze aber endet ihre Vollmacht. Mafiosi dagegen agieren grenzenlos. Experten wie Nicola Gratteri meinen deshalb salopp, die Mafiosi seien die wahren Europäer, da für sie keine Grenzen existieren. Das hat sie quasi grenzenlos mächtig gemacht. Per capire il potere di Mancuso. Um die Macht der Mafia-Familie Mancuso zu verstehen, erwähne ich gerne eine Ermittlung von 2021. Luigi Mancuso empfing damals in Vibo Valentia den Repräsentanten der KMG, einer der größten Gas- und Ölfördergesellschaften Kasachstans. Der Kasache kam mit 2 Brokern aus Mailand. Mancuso redete über den Import von Gas und Öl aus Kasachstan nach Kalabrien. Der Kasache meinte, dass die Zisternen Mancusos etwas klein für ein gutes Geschäft seien. Mancuso zuckte nur mit den Schultern und sagte, sehen Sie hier nebenan die Tanks der staatlichen Gas- und Ölfirma Eni. Ich besorge für uns die Lagerlizenzen bei der Gemeinde, der Provinz und der Region Kalabrien. Dann haben wir genug Speicherkapazität. Gut 120 Mafia-Familien beherrschen Kalabrien. In den 80er Jahren teilten die Bosse die Region in 3 Verwaltungszonen auf. Drogengeschäfte machten die Clans reich.
Der Mafia-Nachwuchs studiert Medizin, Recht, Wirtschaft, besetzt Posten in Gemeinden und Behörden. Im politischen Rom ziehen moderne Mafiosi ihre Kreise, wie Saverio Razionale. Schon in jungen Jahren machte er sich in seinem kalabrischen Clan einen Namen als kaltblütiger Mafioso. Stieg später zum Boss auf, dann ging Razionale ins Modegeschäft. Er machte mit mutmaßlich gewaschenen Geldern legale Geschäfte. Sein Erfolgsmodell? Alle müssen kapieren, wir müssen Unternehmer werden. Anzug und Krawatte. Allein mit Schuhen verdiente er Hunderttausende. Eng liiert mit Luigi Mancuso und in Kontakt mit dem Politiker Giancarlo Pittelli. Oh, Saverio. Ja, und du, der eleganteste Anwalt Italiens. Pittelli war dreimal italienischer Senator. Er war Chef der Provinz von Catanzaro und Mitglied einer Geheimloge. Und diese Persönlichkeit wurde fotografiert und abgehört, als er mehrere Male den Oberboss Luigi Mancuso traf, immer ihm zu Diensten. Ja, er arbeitete für ihn wohl in kleinen, mittleren und großen Angelegenheiten. Zurück im kalabrischen Catanzaro. Im Zentrum der Stadt wird seit einigen Monaten ein altes Militärhospital restauriert. Hier wird die Staatsanwaltschaft ihr neues Quartier beziehen. Der Umzug wird wohl mit dem Ende des Maxi-Prozesses 2023 zusammenfallen. Mit dem Leiter unserer Behörde, Nicola Gratteri, haben wir hier einen der besten Ermittler und Vermittler. Er ist Kalabrese und kennt die Heimat der 'Ndrangheta wie kaum ein anderer. Er hat sie jahrelang an vorderster Front bekämpft. Das macht uns alle stark. Auch hier in der neuen Behörde werden wir kalabrische Bürger empfangen und uns ihre Probleme anhören. Bürgersprechstunden, die Nicola Gratteri bei seinem Amtsantritt erfolgreich eingeführt hat. Im Mai 2022 war Gratteri einer von drei Kandidaten für den Chefposten in der nationalen Antimafia-Behörde, der DIA. Ein Mafia-Experte, aber ohne Parteibindung, chancenlos beim politischen Wahlklüngel. So wird er in Catanzaro bleiben und von dort seinen Kampf weiterführen. Wir müssen versuchen, internationale Ermittlungsgruppen zu etablieren und online zu koordinieren. Und wir sollten in Europa zum Beispiel Deutschland davon überzeugen, dass es nach Italien das Land mit der höchsten 'Ndrangheta-Dichte ist. Aufklärungsbedarf scheint vorhanden zu sein. Der deutsche Verein Mafia Nein Danke vermutet, dass die Ermittler den Gastronomen Lavorato aus der Schusslinie der Mafia-Ermittlungen heraushalten wollten. Dazu die Behörde im Mai 2022. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart war zu keiner Zeit in die Einleitung von Ermittlungen seitens der italienischen Ermittler eingebunden. Schon deshalb ist es unzutreffend, man habe sich dafür stark gemacht, Mario L. aus dem Kreis der Verdächtigen rauszuhalten. Die Arbeit der Stuttgarter Ermittler möchte der Ex-Ministerpräsident und kurzfristige Dudes-Freund Mario Lavoratus nicht beurteilen. Die Verurteilung des Kalabresen kann er aber nachvollziehen. Klar ist, dass Mario Lavorato 2019 in Italien verhaftet und 2021 wegen Mafia-Mitgliedschaft endgültig zu knapp 9 Jahren Haft verurteilt wurde. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass er in Baden-Württemberg zuvor fast 30 Jahre lang unbehelligt seine dubiosen Kreise ziehen konnte. In Kalabrien wäre so etwas heutzutage undenkbar. Dort konnte die 'Ndrangheta durch die Behördentransparenz zwar noch nicht besiegt, so doch eingedämmt werden, und zwar spürbar. Für uns ist das Vertrauen der Bürger der Zündstoff, um erfolgreich zu sein. Wenn wir das verspielen, redet niemand mehr mit uns. Und das hätten unsere Gegner natürlich gerne wieder, die Omerta, das große Schweigen. Aber die Bürger hier sind aufgewacht. Tausende glauben wieder an uns. Und oft sind wir ihre letzte Hoffnung. Das macht die Korrupten wütend und lügnerisch.